Sie ist jung, sie ist schön, sie ist die sächsische Weinkönigin. Aber sie will mehr. Jetzt zieht die Pirnaerin aus, um Deutschland zu erobern und auch hier Königin zu werden. Katja Riedl hat sich viel vorgenommen. Wenn sie keine Termine zum Wohle des sächsischen Weines hat, dann sitzt die 30-jährige stellvertretende Geschäftsführerin im mütterlichen Romantikhotel derzeit im Innenhof und büffelt für den großen Abend, der live im Fernsehen übertragen wird. Also direkt als Vorbereitung für die Wahl zur deutschen Weinkönigin gilt schon, sich die Woche, eine Woche gut darauf vorzubereiten. Es gab ein Vorbereitungsseminar vom Deutschen Weininstitut, woran ich teilgenommen habe. Das waren 4 Tage in Offenburg. Das war sehr informativ und das muss ich jetzt einfach nacharbeiten. Aber letztendlich habe ich mein ganzes Leben für die Prüfung gelernt, sonst würde ich gar nicht als zur Wahl zur Sächsischen stehen und jetzt zur Wahl zur Deutschen. Die bekennende Liebhaberin eines trockenen Traminer, der unverwechselbar mit einem stark ausgeprägten Charakter ist, wie sie selber sagt, ist die 25. sächsische Weinkönigin. Eigentlich ein gutes Omen, so eine runde Zahl, aber Katja überlässt nichts dem Zufall und da gehört dann auch das Verkosten der Weine dazu. Die Sensorik und das Erkennen der verschiedenen Rebsorten aus ganz Deutschland ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Wahlabends. In Sachsen alleine gibt es 58 Rebsorten verschiedene, die muss man erstmal beherrschen. Und dann entwickelt man mit der Laufe der Zeit eine bestimmte Charakteristik zu jedem Wein. Und wenn man dann noch schaut, ein Riesling aus Sachsen im Vergleich ein Riesling aus der Pfalz oder aus der Mosel, wenn man das einfach auf Dauer trainiert und immer wieder verkostet, jeden Jahrgang aufs Neue, dann entwickelt man einen Geschmacksnerv dafür und kann die mittlerweile erkennen. Letztendlich ist es auch so, dass wir in Sachsen verschiedene Bodentypen haben. Die sind auch wieder charakteristisch für den Wein. Und wenn man das einfach immer wieder trainiert und im Vergleichsproben durchnimmt, dann kann man sie irgendwann dann halbwegs erkennen, sage ich mal. Als Katja Weinkönigin wurde, war sie fest entschlossen, alle Termine rund um den Wein hier in der Region und außerhalb auch wahrzunehmen, was ihr die Anstellung im Familienbetrieb glücklicherweise erlaubt. Wein ist für sie so spannend, weil er jedes Jahr anders schmeckt und immer etwas Neues bietet. Trotzdem nicht nur ein Traumjob, so Königin sein. Als 65. deutsche Weinkönigin würde sie noch mehr zu tun haben. Also zur Wahl zur Sächsischen war mir schon vorneweg bewusst, dass es ein sehr aufregendes Jahr werden wird. Es waren 200 Termine angesetzt und wir sind mittlerweile schon an der 400-Grad-Marke. Also wir haben fast 400 Termine geschafft und man kann schon relativ wenig arbeiten. Gott sei Dank ist es ein Familienunternehmen und es ist Verständnis da von den Mitarbeitern, auch von meiner Chefin, meiner Mutter, sodass ich das, meinen Wunsch einfach ausleben kann, das Jahr als sächsische Weinkönigin. Wenn man dann deutsche Weinkönigin werden würde, wäre das dann ein Vollzeitjob. Das heißt, man ist dann ein Jahr komplett vom Job getrennt. Nur noch wenige Tage bleiben Katja Riedl bis zur Wahl. Im abgelaufenen Jahr hat sie bereits gemerkt, was auf sie zukommen könnte. Nur noch selten hatte sie intensive, ruhige Momente für sich und für die Weinberge in der Umgegend und auch für die Reben auf dem Schlossberghang. Also muss ich auf alle Fälle die Zeit nehmen. Es geht ja um Wein und Wein ist ein Lebensgefühl und das sollte man auch so leben. Das heißt, man muss sich auch mal Ruhe im Weinberg gönnen, mal ausspannen und der schönste Platz zum Ausspannen ist entweder hier oder in Pillnitz im Weinberg. Das ist einfach schön und da nimmt man sich die Zeit. Die nimmt sie sich für ihre Reben, für die sie eine Patenschaft übernommen hat und das ohne eigennützigen Hintergrund. Also das ist das erste Jahr, wo er wirklich trägt. Da sind wir ganz gespannt, wie viel der Ertrag rauskommt. Wir hoffen ja, dass wir für den Oberbürgermeister eine Flasche zusammenbekommen. Und ja, deswegen hege und pflege ich diese 8 Reben hier und hoffe, dass ja im Oktober dann ein ordentlicher Ertrag bei zusammenkommt. Nun bleibt nur noch die Daumen zu drücken, damit sie so gut abschneidet, wie sie sich das vorstellt. Das Finale ist am 13. September. Unterstützt wird Katja beim Wahlabend von rund 50 ihrer Fans im badischen Offenburg in der Oberrheinhalle und die werden heftig Dampf machen.